Moin. Guten Tag. Weiter geht's. Ja, wir wissen leider immer noch nicht ganz genau, wohin. Guck mal, das sind auch, okay, das sind Streichhölzer. Die sind immer gut. Ja, wir müssen jetzt eigentlich echt mal überall nochmal nachgucken. Genau, wir sind ja hier durchgelaufen. Hatten wir da alles schon abgesucht, ja, ne? Das hat man auch schon gelesen, glaube ich. That was all I knew. Die haben aber eigentlich. Ich mag aber die Bilder. Ich nicht. Ich mag auch die Geister. Guck mal, wie die hauen. Klatsch, klatsch. Das ist auch so ein typische. What the fuck? Frauenkampf. Was? Hast du das Bild nicht gerade gesehen? Geh nochmal hin, ich will es mal sehen. Ach, guck mal, geachtet. Hier ist noch eine Nachricht. Oh, das ist gut. Das sind immer die guten Nachrichten. Okay. Das heißt also, im Dunkeln bist du auch sicher von Geistern, oder was? Nee. Aber das stand da doch gerade, oder nicht? Oder habe ich es falsch gelesen? Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, wenn du kurzzeitig dein Ding ausmachst, wenn die dich gerade greifen, dann bist du sicher scheinbar. Glaube ich irgendwie nicht. Ja, aber das stand da. Vielleicht will er dich ja verarschen. Arbeitet er gegen dich. Ja. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er gegen dich arbeitet. Kannst du denn draußen auf dem Balkon oder so? Nee. Vielleicht kannst du aus dem Fenster springen. Guck, sah gerade aus, als würde da so ein Mann vorbeilaufen. So ein riesiger Riese. Guck mal, hier ist noch ein Selena. Okay. Okay. Alright. It's a baby. A baby boy. Guck, siehste. Ja. Das ist cool, ne? Nein. Die sind alle so gekleidet wie im Wilden Westen damals. Ich finde das sehr schön. Das ist sehr schick. Finde ich nicht. Without light, I couldn't do anything. Du Loser. Ja, echt mal. Meine Fresse. Weißt du, wenn ich die ganze Zeit das Licht benutzen würde, dann würden sich deine Augen auch mal vielleicht anpassen. Dann könnte easy durch die ganzen Menschen laufen. Alright. Vielleicht musst du alle die Kranichstatuen in eine bestimmte Richtung drehen. Und dann, da kommt ein Strahl aus dem Schnabel jeweils. Versuchen wir es mal. Sie lassen von mir ab. Ja, die gehen dann weg, ne? Also ich will es jetzt eigentlich nicht nochmal hier versuchen, ganz ehrlich. Nee, das bringt glaube ich auch nichts. Wir müssen einfach weiter. Du warst ja vorhin noch ein bisschen weiter weg. Ja. Aber da war noch bei dem Rollstuhl, da kannst du ja auch in die Richtung gehen. Hat man das schon gelesen? I don't know. Hat man. Ja, doch. Was kann ich machen? Wieder zu dem Rollstuhl gehen. Da haben wir noch nicht wirklich nachgeguckt. Also hier irgendwie links. Da komme ich auch irgendwie nicht mehr durch. Verdammt, jetzt bin ich in der Falle, oder was? Oh. Au, au, au. Ja, wo soll ich denn hin, ganz ehrlich? Ei. Das war schon sehr schlecht. Ich wusste jetzt ehrlich nicht, wohin. Da weiß ich nicht mehr, wohin mit dir. Ja, du auch nicht. Ja, doch, ich hätte gewusst. Ich hätte einfach das Licht ausgemacht und dann. Es hat ja nichts gebracht. Die greifen mich ja trotzdem an. Ja, also dich persönlich. Also ich hätte, wenn ich gesteuert hätte, dann wissen ja, dass ich eigentlich ein friedlicher Mensch bin. Nicht hilfreich. Geh mal zum Bild, ich will es sehen. Nee. Geh zum Bild. Da ist ein scheiß Geist aber davor. Ach, der Geist. Und jetzt geht er rum. Oh, vielleicht kann ich jetzt. Das ist ein schönes Bild. Nein. Ach, das. Hey! Ja, aber ich kann auch wieder nichts machen ohne Licht. Also. Das ist so ein.
Mischmasch, ist das nicht, gibt's nicht auch so ein anderes Bild mit so einem Riesen, der. Aber der hat so einen Menschen im Mund, ne? Der hat so einen Menschen gefressen. Was? Nein, ich lese nicht. Linda Cuevas habe ich gelesen. Ja, okay, alles klar. Gibt's nicht so ein berühmtes Bild mit so einem Riesen, der gerade so einen Typen frisst? Ich habe keine Ahnung. Bin ich mir fast sicher. Schön. The Giant irgendwas. Guck mal, da sitzt einer. Da wäre ich sehr vorsichtig. Ja. Oh. Die können durch die Türen, glaube ich, auch. It is strange. You cannot interact with anything. Really. Oh. Ah. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Auf jeden Fall. Geh weg. Ah. Okay, ich glaube, die haben Angst vor Licht und deswegen können die dann geaggrot werden, wenn du mit dem Licht zu nahe kommst. Hier ist aber auch nichts. Hier ist auch nichts, aber ich verstehe ja nicht, warum ich das Licht nicht wieder anschalten kann da hinten. Da ist ja so ein. Das verstehe ich auch nicht ganz, ehrlich gesagt, aber. Das ist komisch. Ja, das ist total komisch, weil das wird total jetzt Sinn machen. Würde Sinn machen, ja. Vielleicht bist du ja zu geschickt. Vielleicht sollst du ja noch eigentlich gar nicht dahin kommen dürfen. Der Geist sollte dich eigentlich abschrecken, aber du bist männlich. Ja, du bist ja hingelaufen. Das darfst du eigentlich noch gar nicht. Ach das so. Spiel will das nicht. Das Spiel will das nicht, ja. Aber eigentlich ist es genau richtig. Guck mal, ist das ein Pelikan oder was ist das? Tukan? War ich hier schon? Nee, ne? Ich glaube nicht. Why? Was ist denn das hier? Oh, da ist es. Siehst du? Ah, endlich. Meine Güte, ey. Da ist es doch. Mensch, du. Das ist aber echt hier unübersichtlich, muss ich ehrlich mal sagen. Das ist ein riesiger Raum. Ja, gut. Nee, ehrlich. Warst du schon mal auf dem Dachboden? Das ist immer unübersichtlich. Da liegt überall Scheiße rum. Ja, ja. Geister. Geh mal weg da hinten. Lauf einfach dran vorbei. Nee, das riskiere ich jetzt irgendwie nicht. Sag einfach Hallo. Hallo. Hey, hi, hallo. Oh. So. Da ist jetzt, da steht sie hinter dir. Wahrscheinlich. Das wäre auch mal. Ey, das wäre eine gute Geschichte. Nein. Guck mal, irgendwann machst du dein Ding wieder an und dann stehen da hinter dir so 10 Geister. Oder um dich rum komplett, du bist umzingelt auf einmal. Und dann geht's wieder aus und dann sind wir alle weg, ne? Ja, gab's damals so ein gutes Horror. Hab ich schon tausendmal erzählt. So ein Horror-Mod für Half-Life. Mit so Puppen. Mhm. Mit so Mannequins. Kennst du diese Schaufensterpuppen und dann stehen so plötzlich miteinander rum? Das ist doch richtig geil gewesen. Ja, ja. Das war richtig gut gemacht. Wow. Oh. I was getting closer to Selena, to whatever this all meant. Puh. But time was of the essence. Okay, du musst nicht so Klaus vollen. Doch. And I could feel the dark woman entering my mind. Boah, die ist aber ganz schön hell. And she was making progress. Er hat gerade gesagt, Dark Woman. I was moving hope I'd make it out alive. Wo ist er denn jetzt? Die geht jetzt wahrscheinlich den Schalter anmachen für dich. Hey. Nein. Ach ne, wie? Du alter Hund, du weißt ja, dass da einer in der Mitte ist. Das hast du jetzt absichtlich gemacht. Du willst nur Zeit schinden. Das hält der Elf mit der Zeit schinden, ey. Oh, das nervt mich jetzt total. Die scheiß Geister, ey. Die scheiß Geister. Den habe ich nicht gesehen, ganz ehrlich. Ja, du siehst auch gar nichts, weil es ist dunkel. Also es ist nicht mehr gruselig, das ist jetzt eigentlich nur noch nervig. Ja, weil du sehr schlecht spielst. Naja, immer noch besser als du. Naja, ich habe uns durch die ganze erste Hälfte vom Spiel. Obwohl, nee. Wie viele Kapitel gibt's? What the fuck? Da steht jetzt einer hinter dir direkt. Der wartet auf dich. Ist er jetzt weg? Ja, der ist weg. Gut. So, weißt du noch, wo es war? Nö. Das hatte ich ehrlich gesagt nur per Zufall. Und wenn du in die Mitte gehst, da wo du eben gestorben bist, ja. Dann gehst du nach links. Ja. Warte, pass auf, geh nochmal. Geh weiter. Geh jetzt mal nach rechts. Hab ich da nicht gerade einen Geist gesehen? Geh jetzt mal nach rechts. Warte. Ich brauche erstmal einen anderen. Ach, okay, jetzt nach links. Links. Vorsicht, da ist ein Geist. Hier, ne? Ja, geh mal da lang. Schau und dann nochmal nach links, hier irgendwo. Jetzt geh da weiter einfach. Hier, ne? Ja. Ja. Gut. Und dann wieder zurückfinden irgendwie. Ja. Unbeschadet. Und dann, dann läuft das. Dann läuft das. Auch, ne? Den Rest kriegen sie selber. Ui. Vorsicht, der ist böse, ne? Ey, die kriechen den Geist, das sind sogar... Guck, der kommt auf einmal da von nirgendwo her. Sag ich doch.
Der teleportiert, ja. Ja, sag ich doch. Ja, aber ich glaub dir ja nie. Zu Recht. Normalerweise hast du es ja auch ausgedacht. Nur heute mal nicht. Ja. Wo ist er denn? Ach, da. Wunderschön. Du, 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 du. I was getting closer to Selena. To whatever this all meant. My time was of the essence. Time was of the essence. We were not alone. We were not alone. And I could feel the dark woman entering my mind. Ja, ja. My mind? As she was making progress. Was hast du denn gedacht? My asshole? I was losing hope I'd make it out alive. Cool, also wie. So, jetzt muss ich wieder mal aufpassen. Guck, guck, da ist der Geist. Ei, 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 ei. Vielleicht ist es ja so, dass sie immer nur einen Geist übernehmen kann. Weißt du, sie ist so wie Agent Smith von Matrix. Die muss immer so eine Person übernehmen. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Das ist immer noch der Kriecher. Die kriechen ja immer. Okay, mach du das jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ne? Das nervt mich total. Okay, ich mach das mal schnell, weil ich bin super gut. Wie geht nochmal die Steuerung? Achso, X. B ist Streichholz. Ja. Ne? Ah, wo bin ich überhaupt? Na, das zum Thema Orientierung, ne? Jetzt habe ich mich gerade verloren. Huch. Soll ich wieder? Also hier jetzt nach unten, ne? Ja. Okay, gut. Dann weiß ich es wieder. So. Ah, guck mal, da ist die Tür. Gut. Gut, okay, wunderbar. Jetzt kannst du noch besser werden. Ja. Ich möchte mir das nochmal angucken. Weil das ist schön, ne? Das ist echt. Es hat irgendwas. Ja, weil guck mal, das ist ja auch so eine Geschichte mit Vögeln. Okay, komm, wir machen jetzt weiter. Überall Vögel im Haus. Ich will jetzt weiter wissen, wie es weitergeht. Ey! Toll. Guck, das geht schon wieder nicht. Ja, ich weiß, der macht manchmal Streichhölzer nicht richtig an. Hier hinter ist, wartet einer, ne? Manchmal. Oder eher selten. Okay, warte mal, so, in die Richtung hier. Genau. So. Achtung, da ist der Rollstuhl, da ist einer. Das Kriechviech. Und da bist du jetzt in der Falle. Da bin ich in die Falle getappt, aber ich wollte sie hier nur ablenken, weil ich bin ja eigentlich, guck mal, da ist das zweite Kriechviech, das ist ja schrecklich. Huch. Hast du gesehen, da bin ich ausgewichen durch die Dunkelheit. Ja, ja, ist super cool. Das war aber eigentlich nicht geplant. Hier ist gar nichts geplant. Pass auf, da ist er wieder. Hey, hi. Hallo. Die versteckt sich unterm Bett. Ja, pass auf, da kriegt einer rum. I can relate. Careful now. Genau, einfach geradeaus. Yay. Okay, jetzt ist der dritte Versuch. Aber so ist das halt beim ersten Durchspielen. Vorsicht. I was getting closer to Selena. Very close. To whatever this all meant. Ja, irgendwie. But time ich möchte ihre Licht verdecken. Guck, das sieht doch cool aus, oder? We were not alone. Ja. What the fuck? Sehe ich aus wie so ein Engel. Oh, da ist gerade ein Geist gestorben. Haha. Noch einer. Guck mal, du hast Glück. Ich hab nicht Glück, ich benutze sie für meinen Zweck. Mach mal einen Streichholz an jetzt. Guck. Okay, jetzt vorsichtig. Ich bin immer sehr vorsichtig. Do you love me? Ja, bei dir kommt natürlich kein Geist, ne? Ja doch, guck mal, ich glaube, du musst links lang, links lang, links lang, links lang. Guck, da ist er nämlich. Das ist nämlich der Geist, der ja, warum provozierst du es? Weg damit. Ich wollte dir nur zeigen, warum du immer falsch liegst. Ja, komm doch her, komm doch her. Oh, oh, oh. Yes. Was? Hä? Ist er nicht im Licht gerade? Doch. Ich sag doch, das Spiel ist kacke. Okay, also die tötet nur manchmal Geister, oder was? Ich mach nochmal. Pass auf. Ich renne nochmal los. Du, du, du. Es ist ein bewegter Schritt, es ist kein Rennen, aber... es ist mir schon etwas eilig. Siehst du das? Naja. Also ihr könnt euch ja auch gerne zu Hause die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber es ist halt echt kacke. Das ist halt schon sehr scheiße, ja. Careful now. Na, auch nicht da. Da ist auch ein Geist. Geh außen rum, ja, genau. Warum? Ich glaube, das ist immer der 11. Naja. Oh, 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 so. Vorsicht. Da ist die Kiste. Nee, da nicht, genau. Da lang. Guck mal, da kommt ein Geist, folgt mir auch gerade, hast du gesehen? Ja. Der will natürlich meine ganzen Tricks wissen. Da steht jetzt ein Geist direkt da dran, das ist gemein. Nee, geht noch. Geh da ran. Da, genau. Der schwebt da, hängt da irgendwie, ne? Kann das sein? Das ist ja krass. Na, geh jetzt nicht ran, geh nicht ran. Ich sag auch noch, geh nicht ran. Ich dachte, das geht ja. Weil, guck mal, wenn ich ins Dunkle gehe, dann lassen sie wieder ab. Ja, die sehen dich ja dann nicht mehr. Irgendwie anscheinend, keine Ahnung. Ja, die haben Angst vom Dunkeln, deswegen sind sie auch so verbittert.
Ja, wäre ich auch. In diesem scheiß alten Haus, da geht die ganze Zeit der Strom geht nicht. Ja, also das Einzige, was die eigentlich von dir wollen, sind die Streichhölzer, ne? Wahrscheinlich. Genau, die wollen meine Streichhölzer haben, weil sie haben wirklich so viel Angst. Ja, also bleib auf jeden Fall direkt in ihr drin und weißt, was ich meine. I know what you mean. The time was of the essence. We were not alone. Komm, das geht schon wieder. I feel the dark woman entering my mind. Yes. As she was making progress. Dong. Jetzt schmeißt du den Stuhl nicht um. Mein Gott. Nichts Produktives macht ihr auch. So, jetzt wirklich mal in Ruhe. Nicht da lang. Oh, guck mal, ich kann so komisch laufen, ne? Das bringt nichts. Siehst du das? Ja, es geht einfach durch. Das gibt's doch nicht. Die hat die so sonst immer erledigt. Was soll da das? Komm, gib nochmal. Ich glaube, das ist das Kriechviech. Das wird nicht erledigt. Ja, aber doch. Die ganzen Laufenden, die wurden ja auch zufällig erledigt mit dem einen. Ja, das ist doch kacke, da verlässt man sich dann drauf und dann. Danke, okay, Entwickler. Aber diesmal kriegst du es hin. Jetzt hast du eine kleine Pause gehabt, jetzt kriegst du es hin. Danke, Entwickler. Ehrlich, das nervt. Okay, vielleicht müssen wir doch rechts rum. Ja, wird. Nee. Obwohl, da sitzt ja auch eine, ne? Aber wenn du einen riesen Abstand. Oh Gott. Oh. Wenn du einen riesen Abstand nimmst nach rechts, dann kannst du es vielleicht schaffen. Ich würde es einfach anders machen. Ich meine, links ist halt wirklich unter dem Bett, ne? Und da kommt sie dann immer angekrochen und die Kriecher, die werden nie getötet, scheinbar. Ja, anscheinend nicht. Nee, weißt du, was ich einfach machen würde? Was denn? Nee, es geht auch nicht, wenn ich hier lang laufen würde, aber da hinten ist ja auch noch ein Geist. Das ist ja der Hängende, in den ich gerade eben gerannt bin. Ja, wie soll man das denn machen, wenn die nicht für dich erledigt? Aber der Hängende, der war vorher nicht da, oder? Doch, der war schon immer hier. Echt? Ja. Krass. Kann man nicht hier lang? Nee, kann man auch nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich gucke ja auch nicht so nach oben. Ich gucke immer nur auf den Boden. Ganz schüchtern. Naja. So gehört sich das nämlich. Huch. Achtung. Vielleicht müssen wir wieder mit dem Licht ausmachen, damit wieder ein bisschen rumspielen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist jetzt immer leicht. Nur dieser eine Kriechende, der will irgendwie nicht sterben dann. Ja gut, das Musik abspielen ist wirklich leicht. Das, Follow me. To whatever this all meant. Guck mal, du kannst welche gucken machen gleich. Lock die mal rein. Ich riskier's lieber nicht. Die stören mich auch nicht. Ja doch, später vielleicht schon. Wenn du vom einen wegläufst, dann läufst du wieder in den anderen rein wahrscheinlich. Da ist einer gestorben. Was stirbst du? Now you die. Or not. Maybe. Versuch mal rechts rum. Aber da, Vorsicht, da sitzt einer im Stuhl. Da sitzt einer im Stuhl, aber wenn du ganz rechts bist. Guck mal, da läufst du jetzt auf einen zu. Jetzt läufst du auf den anderen. Oh, nee, der andere wurde nicht geangrot. Sehr gut. So. Geschafft? You did it. Yay. Aber gleich wirst du wieder sterben. Ich schon. Wahrscheinlich schon. Guck mal, die legt sich jetzt einfach nur faul hin. Was soll das? Die ist da runtergegangen irgendwie, genau. Ich dachte, da stand sie schon. Bitte geh nicht wieder weg. Ach, deswegen, weil sie stand die ganze Zeit auf der Box, deswegen, es war perspektivisch, war das falsch. Ja. Oh! Deswegen hat es nicht geklappt, ich Idiot. Geh nicht wieder weg. Geh nicht wieder weg. Nee, die macht jetzt den Schalter an. Die geht aber auch einen Umweg, ne? Also ein bisschen komisch. Hey! The fuck? Was soll das? Nicht. Ich finde es nicht mehr so lustig, ne? Junges Mädchen. Du gehst gleich ohne Essen ins Bett. Junge Dame. Ohne Witz. Sag mal. Sie ist einfach in dem Geist gespawnt. Das sag ich doch. Ja. Die ist wie so ein Matrix Agent Smith. Ah. Yay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Das ist schön, ne? So elektrisches Licht ist schon eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Setz dich mal hin und schlaf. Zum Glück, ey. Oder. Ich kann speichern. Aber guck hier, siehst du überall diese ganzen Vogelstatuetten? Ja. Oder ausgestopften Vögel, ich weiß ja nicht. Ja, Leute, wir haben endlich das Licht angemacht. Nach Stunden des Zorns über das Spiel, weil die Geister einfach unfair sind. Und nicht gruselig, nicht mehr zumindest. Nee, es war ja scheinbar ja doch nicht unfair, sondern es war perspektivisch. Ich hab's falsch gesehen. Ja, ich aber auch. Also war es unfair. Sie stand auf der Box drauf, ohne öffentlichen Grund. Ja. Und nicht dahinter. Ja, ganz genau. Okay, jetzt haben wir gespeichert, jetzt kann uns auch nicht mehr ganz so viel passieren, sag ich mal. Und wir können die ganzen Lichter anmachen. Guck mal hier. Stimmt.
Tschö, Arschloch. Ah, das ist aber schön. Jetzt kann man so die ganzen Lichter anmachen und alle Geister töten. So. Ja, es ist so Genugtuung, ne? Irgendwie. Ja, das ist schön. Vielleicht findest du noch ein paar schöne Bilder. Warte mal. Wir haben noch einen anderen Raum, wo ich gerne rein möchte vorher. Ja, wir haben in der nächsten Folge haben wir sehr viel zu entdecken. Ja. Hier der. In den. Das nee, Moment, erstmal hier lang. Erstmal hier lang. Haha. Guck mal. Sehr schön. So, jetzt können wir diesen schweren. Diesen schweren Stuhl mit beiden Händen. Das hätte man niemals. Das hätte man nicht mal mit dem Fuß hinkriegen können. Boah. Cool, das schneidest du ja. Kannst du dann nicht eine Zeitlupe einbauen? Das war schon sehr cool. Ja, das hat man schon gelesen. Wow. Wow. Das ist ja mal ein geiler Raum, ey. Komplett beleuchtet. Ziemlich cool, ja, auf jeden Fall. Aber da bin ich jetzt auch wieder misstrauisch. Ich wette, da passiert was Schlimmes drin noch. Mhm. Aber ich meine, das ist ja jetzt der Safe-Raum, ne? Süß. Ich mag das Bild. Da gibt's doch wirklich. So. Das ist eine Interpretation von. Mein Gott, ist das krank, ey. Ja. Ey, cool. Geheimgang. Deswegen, da wollte ich noch. Nee, gar kein Gang. Das ist nur ein Window. Guck mal, dahinter ist noch so ein Yeti. Du hast den Yeti gefunden. Ich seh's. Da hat er sich versteckt. Ja, hinter was dem hat mir das jetzt hier gebracht? Jetzt hast du natürlich das X marks the spot. Und da ist natürlich jetzt ein Schatz versteckt. Oh. Cool. Das Ganze war auch nur so eine große Schnitzeljagd hier, das Haus. Das ist so ein Gruselhaus. Naja. Ja, wunderbar. Oh, die Musik hat auch noch gehört. Diese schöne. Guck mal, was ist das denn hier? Oh, da sind die ganzen schönen Zeichen. Geil. The Skylight anymore. Nothing more. Aha. Ja, sonst hätte sich wahrscheinlich beschwert vorher, ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Ägyptische Statuette, okay. Aha, guck mal. Aber ich würde hier gerne erstmal gucken, ob hier nicht irgendwo doch ein Lichtschalter ist. Guck mal, so eine geile Maske mit so einer Teufelsmaske. Guck mal, was ist das denn? Guck mal, Film im Film. Das Picture's taken, ne? Was ist denn standing in? Ne, was drückt man das jetzt? Ja, mach mal ein nächstes. Vielleicht findest du noch einen anderen Film. Ja. Aber hier muss doch irgendwo ein Lichtschalter sein. Es gibt keinen Raum ohne Lichtschalter, das kannst du mir nicht erzählen. Statue of Osiris. Guck mal, das sind Wildschweine an der Wand. Ja. Lesen wir. Könnte ein Rätsel sein zu verschiedenen Zeichen jetzt in diesem Raum oder sowas. Mhm. Guck mal, hier ist noch was. Guck mal, jetzt musst du Sternzeichen gucken. Guck mal durch das Ding durch. Mhm. Durch das Teleskop. Geht nicht. Damn it to hell. Warum steht das dann so suggestiv? Aber das ist ein Bild vom Mond. Das ist ja genauso gut. Im Prinzip braucht man das Ding dann auch nicht mehr, wenn man schon ein Bild vom Mond an der Wand hängen hat. Ja. Oh. Der, he found a figure of Isis. So, da die Nachbarn jetzt angefangen haben mit Staubsaugen, ja. würde ich sagen, wir machen da mal tut mir leid, jetzt habe ich es schnell weggemacht, aber gut. Würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break und ja, machen einfach nächste Woche weiter. Ja, stimmt einfach. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, wir sind jetzt nicht wirklich weit gekommen, aber wir sind wenigstens etwas weitergekommen. Etwas. So, dann würde ich sagen, bis dahin. Ja, ciao. Tschüss.